Hallo ihr Lieben. Es ist heute so windig. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich habe mein Headset verbummelt. Ich wollte euch nur das Schöne zeigen hier. Lavolli halten. Genau, kannst du gleich auch. Guck mal, die Charlie und Greta. Und wie schön die Herde zusammen wächst. Es ist ja in der psychologischen Beratung und auch in dem Werdegang der... Hallo Peter, schön, dass du dabei bist. Elda, komm mal her. Ist es ja so, dass unsere Räume sich berühren. Also einmal die menschlichen Räume und die Pferde spiegeln uns das. Und man sieht das so schön hier an der Herde, dass die jetzt anfangen, den Raum zu öffnen füreinander. Das bedeutet, wo vorher noch Greta sehr unsicher war und sehr quasi ihr Fohlen geschützt hat, es gab primär gar keinen Grund, aber sie wusste ja nicht, wie die anderen Pferde reagieren, ist es jetzt so, dass Greta den Raum aufmacht. Und jetzt treffen sich die Räume. Und ihr müsst euch das vorstellen, es ist wie ein Wassertropfen. Wenn du auf einem See einen Wassertropfen auf der einen Seite antickst und auf der anderen Seite. Und dann treffen sich die Energien, die Räume irgendwann. Und das machen jetzt gerade die Pferde. Und so ist es auch mit deinen Räumen oder mit deinem Raum und mit den Räumen von anderen Menschen und auch Tieren. Und das finde ich so toll. Wir gucken auch noch mal, ob wir ein bisschen näher gehen. Und Charlie geht es wunderbar. Hallo Manuela, du bist auch dabei. Wie schön. Ich erzähle gerade, ich hoffe, das kann man einigermaßen hören, wegen dem Wind, von der Zusammenführung der Herde, dass sich Greta und Charlie jetzt schon, guck mal, wie entspannt Charlie ist, auf die kürzeste Entfernung, die bisher bestand, zu den anderen Pferden. Und ich finde es echt granatenmäßig, ihr Lieben. Greta ist ja erst seit 8 Wochen bei uns. Und ich habe ja Greta gekauft, ohne dass ich wusste, dass sie einen Fohlen hat. Und dieses Vertrauen, das sie jetzt Mama mit ihrem Fohlen hat, obwohl sie uns erst seit 8 Wochen kennt, ist einfach wunderschön. Und das ist halt auch, weil die Pferde, ja, du kannst, wir reiten auch gleich. Meine Tochter möchte gern reiten. Auf der Holly, das ist die Weiße hier. Die ist ganz wunderbar. Ja, und es ist, dass diese Frequenz, die Pferde uns spiegeln, halt so stark jetzt auch kommt. Und dass man einfach sieht, dass dieses Vertrauen da ist. Ja, und in diesem Sinne, schaut mal, wie sich euer Raum anfühlt. Also einmal innerlich und einmal äußerlich. Was ist in eurem Raum? Was für eine Emotion? Und was nehmt ihr wahr? Und mit lieben Grüßen, bis bald. Tschüss. Wir haben